So, also auf in Wards Bibliothek. In der Bibliothek waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Die ist nämlich hier oben. Hier nämlich. So, und dann können wir hier das Rad einsetzen. Dachte ich mir. So, jetzt müssen wir nämlich den Ball durch das Rad hier bekommen. Ich habe gedacht, ich könnte einen Tripler machen. So, und jetzt nur noch da rein. So, ganz einfacher Schließmechanismus. Die Rätsel sind super in dem Spiel. Ich mag die total. So. Dieses Bild da oben, das macht mich immer total wow. Dem muss ich seine Augen wiederholen. Ich brauche einen Magnet. Liegt der Süden im Norden und der Norden im Süden, wird der Schatz offenbart. Das ist das Problem. Ich habe keinen Magneten. Wo finde ich den? Ja, ja, der braucht seine Augen wieder. Aber wo finde ich den Magneten? Vielleicht in einem Wimmelbild. Vielleicht im Postschiff. Was sehr dumm wäre, wenn ein Schiff einen Magnet an Bord hätte. Aber ich kann ja die Glocke läuten. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ach, guck mal, ich spiele gar nicht mit der Maus heute, sondern mit meinem Pad hier, mit meinem Mauspad. Ihr wisst, was ich meine. Guck mal, wo könnte man denn einen Magneten finden? Vielleicht in der Autowerkstatt. Ach, Tatsache. Tatsache, da ist er. Magnet, Wäscheklammer. Schraube, Flaschenzug. Nee. Was? Ein Flaschenzug? Wo soll ich denn den bitte finden? Ach, da oben. Fernglashorn. Ölkanne. Fernglashorn, Ölkanne. Schon wieder ein Horn. Brauchen wir eine Gießkanne? Nein. Wir brauchen eine Spielkarte, wir brauchen ein Thermometer, wir brauchen ein Schiff. Eine Kerze, ein Buch, eine Milchkanne, ein Blatt, eine Tasse. So, was brauchen wir noch? Ölkanne, da oben. Ein Horn. Der mit seinem Horn, warum braucht er so viele Hörner? Da hat jetzt bestimmt schon 3 oder 4. Ein Wiegemesser, den haben wir hier. Fernglas und Horn. Fernglas da. Horn. Well, I don't know. Bist du ein Horn? Nee, das ist ein Knochen, dachte ich mir. Dass du kein Horn bist. Haben wir angeblich auf dem Schirm können sehen, weil es ein weißer Gegenstand ist. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo dieser Gegenstand sein sollte. Ja. Geil. Ach ja, das Horn. Das ist ja auch voll ein Horn. Das ist für mich eine Tröte. Voll Spacko-Spiel. Nee, Magnet, ich muss zurück in die, in die Bibliothek. Ansetzen. Norden zu Süden, Süden zu Norden und so läuft das. Zack, da kommen wir dann hier rein und finden ein Auge. Böse, böse, böse. Metallsymbol, Holzsymbol und ein Auge. Auge. Konnte man da unten nicht auch was aufmachen? Da unten ging noch was auf, oder? Hier konnte man doch bestimmt noch irgendwas machen. Oder nicht? Wenn ich jetzt weiter... Nein, scheiße, geht nicht. Weiterdrehen geht nicht. Was brauche ich denn jetzt noch? Also, ich habe hier diese Symbole. Klar, ich brauche jetzt noch ein Auge. Wo finde ich das? Wo finde ich das Auge? Hallo? Auge? Wo bist du? Finde ich das Auge? Ja, noch ein Wimmelbild. Ja, sauber. Da ist das Auge.
Das wir jetzt aber noch nicht aufnehmen können, weil es noch nicht da unten steht. Also, wir brauchen eine Bürste, ein Bügeleisen, einen Flaschen, ein Sieb brauchen wir noch, Panflöte, Flaschenöffner, jetzt können wir das Auge nehmen, viermal eine Flasche, eins, zwei, braucht der Horn? Ne, jetzt braucht er kein Horn, ne? Ganz komisch. Gitarre, die haben wir da hinten. Die Krawatte. Einen Füller. Und eine Lupe. Ein Mikroskop. Einen Kelch. Immer noch eine Muschel. Bist du die Muschel? Du bist die Muschel. Zweimal einen Hut. Einmal und zweimal ist nicht drin. Wir haben hier aber noch eine Flasche. Und da haben wir noch eine Flasche. Was brauchen wir noch? Tannenzapfen. Und jetzt noch den letzten Hut. Hier. So, dann haben wir hier das letzte Auge. Können zurück, können ihm seine Augen geben. Jetzt bring die Waagschalen ins Gleichgewicht und finde den Ort, wo ich Curven beschworen habe. Nur du kannst ihn stoppen. Ach, das ist CD Ward. So, da haben wir das hier mal. Das eine, das erste Gewicht. Brauchen wir immer noch so einen Schneider. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht, sorry. Ich finde das so lustig, so. Ein Gewicht ist ja schon im Ding drin. Jetzt muss ich dann nur noch an das andere Gewicht rankommen. Oder geht das schon? Komme ich da schon dran, ohne an der Kette irgendwie... mit dem Dolch? Im Leben nicht. Hängt an einer Stahlkette fest. Ja, ja. Mir schon klar. Haben wir hier noch was drin? Anscheinend nicht. Also müssen wir hier dann wieder hin. So wie ich dann irgendwas habe, um Ketten zu schneiden. Tut mir echt leid. So ein Wimmelbild hier haben wir nicht mehr. Hier haben wir ein Wimmelbild. Wir brauchen einen Dartpfeil. Den haben wir hier. Eine Papiertüte. Die haben wir nicht hier. Das war ein Taschentuch. So, da haben wir hier ein Gewicht, das wir noch aufnehmen müssen, aber nicht jetzt. Erst das Geweih, die Tabakpfeife, Teleskop, Gewicht, Teleskop, da hinten, den Teddybär, immer noch Teleskop, Ölkanne, Laterne. Das war die Laterne, auch wenn sie für mich ganz anders aussah. Hier unten haben wir die Papiertüte. Ein Ei. Was brauchen wir noch? Fächer, Topf, Pferd, eine Decke. Da haben wir die Decke. Ein Tee-Ei und eine Ölkanne. Ja. Da haben wir das Tee-Ei. Brauchen wir nur noch die Ölkanne. Wo bist du, Ölkännchen? Ölkännchen, komm schon. Wo bist du? Ölkännchen. Ja, Ölkanne. Ach, da unten. In der Box. So, da haben wir zwei von drei Gewichten. Da ist nichts mehr mit Wimmelbild. Was habe ich denn alles im Inventar? Zu wenig, um damit was anzufangen, um ehrlich zu sein. Kein Wimmelbild. Hier brauche ich alle Gewichte.
Eine zerbrochene Statuette, die brauche ich später. Wow. Ja. Cool. Wimmelbild. Wie gesagt, ich spiele auch schwer, deswegen wird es mir nicht angezeigt, wo Wimmelbilder sind. Das glitzert dann normalerweise so. Also, wir brauchen einen Blumenstrauß, ein Blutdruckmessgerät. Ein Bolzenschneider. Aha, ich sehe, worauf das hinausläuft. Ein Blitzlicht, eine Schriftrolle. Reagenzglasständer. Bügeleisen, Tasche. Tasche, Bügeleisen. Skorpion, den haben wir da oben. Da oben, habe ich gesagt. Eine Pipette. Die haben wir hier. Maske. Fernglaspilz. Pilz haben wir hier. Fernglas haben wir da. Ein Tintenfass brauchen wir. Habe ich gesehen. Hier. Eine Schale haben wir hier. Und eine Fotografie. Haben wir hier. Womit wir den Seitenschneider haben, der eben noch Bolzenschneider gießen hat, womit wir uns das andere Gewicht holen können. So. Ich mach's nie wieder. Und dann können wir hier schon das Gewichträtsel machen, das total scheiße ist. Also. Das große da drauf. Das kleine da drauf. Die anderen beiden? Ach nee, die müssen alle hier drauf. Mach das kleine runter. Und das mittlere auch. Kannst du das kleine da drauf stellen? Nein. Die Waage ist noch nicht im Gleichgewicht. Dann nimm das große runter. Ich habe gesagt, dann nimm das große runter. Dann. Mach den Scheiß. Ja. Wunderprächtig. Haha. Wunderbar. Ab ins Labor. Neues Ziel. Im Labor des Landhauses habe ich eine Geheimtür entdeckt. Ich sollte versuchen, das Abbild im Spiegel mit Hilfe der Uhr zu rekonstruieren, um zu sehen, wie man sie öffnet. Geheimtür? Wo? Spiegel? Mhm. Rekonstruktion? Ja. Mhm. Toll. Geheimtür ist hier, aber trotzdem. Eine Geheimtür? Wohin wird sie mir nur führen? Also. Idiot. So, da haben wir das. Mit dem müssen wir jetzt wieder raus. Das heißt, es hat sich jetzt total gelohnt, dass wir hier waren. Magisches Salz. Nein. Das magische Salz benutzen wir nicht hier. Benutzen wir hier. Also, dich kann ich ansprechen. Fremder Körben hat meine Seele vor Jahrhunderten aus dem Lauf der Zeit gerissen. Aber du hast mich befreit. Doch nun kehr um. Flieh. Kevin wird nicht aufhören, bis er unsterblich ist. So, hier muss ich dann den Spiegel zusammensetzen. Von dem habe ich aber nur 3 von 7 Teile, was sehr cool ist. Dich muss ich wieder anmalen. Farbe und eine unbemalte Statue, aber kein Pinsel. Ja. Dazu sage ich jetzt nichts. Kein Wimmelbild. Wimmelbild. Wunderschön. Was brauchen wir denn hier? Nagelklipser. Nagelklipser? Einen Fächer. Einen Kegel. Spritze. Pfeife. Garn.
Rasierer, zweimal ein Buch. Buch 1, dreimal eine Spiegelscherbe, 1, 2, Buch 2 im Übrigen. Einen Zollstock. Hier. Schraube. Da ist eine weitere Spiegelscherbe. Eine Zeitung brauchen wir noch. Die haben wir hier. Einen Lappen, den haben wir hier. Zwei Fläschchen. Warum nicht? Hier haben wir zumindest mal ein Fläschchen. Das zweite Fläschchen haben wir da drüben in der Tasche. Ein Monokel. Und eine Steinschleuder, die wir bekommen, wenn wir hier draufklicken. So. Dann hätten wir mal 6 von 7 Spiegelscherben. Und die letzte, die bekommen wir doch hier oder so. Irgendwo bekommen wir die doch. Ist auch egal. Vielleicht habe ich es auch einfach nur übersehen. Hier war zumindest keine. Wo könnte denn noch eine gewesen sein? Haben wir denn hier noch irgendwo ein Wimmelbild zur Auswahl? Ja, ich glaube, da hinten war das, oder? Ja, aber da ist nichts mehr. Ansonsten, hier war nichts mehr. Bei Curven, da, bei Ward, da nehmen wir auch nichts mehr. Gut. Dann, nein, ich habe jetzt nicht die Hube aktiviert. Ja, ich weiß. So. Der Apotheke ist auch nichts mehr. Spiegelscherbe. Habe ich vielleicht in der Apotheke eine Spiegelscherbe übersehen? Nein. Ich weiß nicht. Also geht's doch da drin weiter. Da ist auch keine Spiegelscherbe neben. Irgendwo angebracht. Da ist auch keine mehr. Oder scheint keine mehr zu sein. Zumindest für mich nicht ersichtlich. Ach doch, daneben. Ja, dann können wir ja einen Spiegel zusammensetzen. Ich brauche nichtsdestotrotz immer noch einen Pinsel. So, das Rätsel hat meine Freundin gemacht, weil sie unbedingt puzzeln wollte. Also werde ich das jetzt zum ersten Mal machen, wie ihr vielleicht sehen werdet. Wie drehe ich das? Also. Ach so, so kann man das auch drehen. Gut. Weiß ich ja nicht. Ja, das wäre so mein Tipp gewesen. Tja, super zusammengesetzt, sieht auch super geil aus. Kann man sagen, was man will. Hier sehen wir die Statuen, die hier hin müssen, in welcher Reihenfolge. Nachdem ich das Zeitexperiment im Labor durchgeführt habe, sind im Spiegel 3 Statuetten zu sehen. Ich sollte sie finden und in ihre Fassung neben der Geheimtür stellen, um den Geheimgang betreten zu können. So. Die hier müssen wir dann noch in den Farben anmalen, deswegen brauchen wir einen Pinsel. Ich glaube, deswegen kommt auch hier ein neues Wimmelbild. Genau. Aber wir beenden das hier. Heute wieder 3 Folgen Dark Mysteries der Seelensammler aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wir sind kurz vor dem Ende des Spiels. Also es dauert jetzt nicht mehr lange. Wir sind jetzt Curven auf der Spur. Wir sammeln ja schon kräftig für das Ritual. Hier unten haben wir das Elixier, hier seine Asche. Die Schatulle und diese beiden Dinge haben wir auch noch. Da fehlt uns noch eins. Aber das bekommen wir noch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Und ich glaube, die nächste Aufnahme könnte dann auch schon die letzte sein. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Dark Mysteries der Seelensammler oder am anderen Projekt, wie ihr wollt. Bis dahin. Ciao. Ja, Spiel beenden. Man sollte dann nicht auf Spiel beenden, sondern auf Aufnahmen beenden. Ich, Profi.